Guten Morgen aus der Nähe von Paphos. Ich möchte euch wieder auf den Stand bringen, was jetzt passiert. Wir haben also leider gar kein Glück gehabt mit Seglern oder irgendwelchen anderen Schiffen und Möglichkeiten, nach Israel zu kommen. Wir sind auch in Lachi auf der anderen Seite, wo wir den Zeltplatz hatten, nochmal zu einem Segelhafen, aber auch dort Saison vorbei. Da war nichts mehr zu machen und entsprechend haben wir einen Flug gebucht. Der wird heute Abend gehen und das ist alles ein bisschen stressig trotzdem, weil wir trotzdem ja noch zwei Probleme haben. Auch wenn der heute Abend geht, wir sind gestern durch ganz Paphos gefahren, waren in jedem Fahrradladen und haben versucht, eine Fahrradbox zu finden oder zwei besser, die groß genug sind für unsere beiden Fahrräder, die ja doch nochmal besonders groß sind durch die ganzen Aufbauten und so. Und wir auch mega viel Gepäck haben und alles. Und die Fahrräder vor allem müssen natürlich mit. Und ohne so eine Bikebox können wir nicht fliegen. Wir können nicht einfach das Fahrrad damit reinnehmen, sondern müssen das eben auseinanderbauen und die Box packen und so weiter. Und das ist ein ziemlicher Akt. Das heißt, zum einen müssen wir heute Glück haben, dass wir noch irgendwo so eine Box finden. Sonst können wir nicht fliegen. Und das andere ist, das hatte ich ja auch schon mal in einem Video erzählt, dass wir ja aus südzypriotischer Perspektive illegal eingewandert sind, indem wir im Norden eingereist sind, in Nordzypern, von der Türkei aus. Und alle Leute hier, die aus Südzypern sind, sagen, das ist komplett das Problem und ihr werdet nicht ausreisen können. Und die deutsche Botschaft sagt, das ist gar kein Problem, ihr werdet auf jeden Fall ausreisen können. Und es bleibt uns letztlich irgendwie nichts anderes übrig, als auch das zu versuchen und einfach zum Flughafen zu fahren und zu hoffen, dass alles klar geht. Also grundsätzlich denke ich, als EU-Bürger dürfen wir ja hier sein und dürfen auch wieder ausreisen in der EU. Das wird hoffentlich kein Problem sein, aber wer weiß. Mal gucken, ob wir da heute einfach durchgehen können oder ob das noch ein Akt wird. Also noch zwei Dinge, die so richtig schief gehen können heute. Und ich hoffe wirklich das Beste, dass wir da halbwegs entspannt nach Tel Aviv reisen können. Und dann müssen wir gucken, wenn wir in Tel Aviv sind, dann ist es halt spät. Wir werden 22 Uhr da ankommen oder so, 9:30, glaube ich. Müssen dann erstmal noch unsere Fahrräder zusammenbauen und irgendwie vielleicht eine SIM-Karte besorgen und sowas. Das heißt, es könnte relativ spät werden und es sind dann auch noch 20 Kilometer bis Tel Aviv. Das heißt, es könnte gut sein, dass uns noch eine Nacht am Flughafen bevorsteht, falls denn überhaupt alles klappt und wir hinkommen. Ja, also es wird spannend heute. Umso schöner hier noch ein letztes Mal, das konnten wir gestern Abend auch genießen. Hier ist eine Bananenplantage direkt vor unserem Haus und hinten seht ihr das Meer, da haben wir gestern noch mal dran gesessen. Hier unten ist sogar, wir haben wirklich das günstigste Airbnb genommen, was wir finden konnten, aber da unten seht ihr vielleicht sogar, ist ein Pool. Da bin ich gestern auch nochmal reingesprungen, auch wenn es richtig kalt war. Also das war hier unser November in Zypern. Und ja, wir sind aber auch schon sehr gespannt auf Israel. Das heißt, das nächste Mal hoffentlich die Meldung aus dem gelobten Land.